Marc, welche Verbindung hast denn du zu Aqua Bresen? Also ich arbeite ja schon über 5 Jahre über dem Rhein drüben in Triesen bei Behmer. Und über Behmer bin ich eigentlich zu Aqua Bresen gekommen. Ist ja eigentlich nur 1 Kilometer Luftlinie. Beide Produkte sind eigentlich im medizinischen Bereich tätig. Aqua Bresen eher im ernährungstechnischen, im kosmetischen Bereich. Und Behmer natürlich im medizinischen Bereich mit der Mikrozirkulation. Und wir haben eigentlich gemeinsame Ideen, um das Produkt auch wirklich in die Welt hinauszutragen. Die Familie, die das macht, die Familie Keil, ist sehr, sehr engagiert und sehr erfolgreich. Und das hat mich immer beeindruckt und deshalb bin ich sehr gern bereit, auch hier einen Vortrag zu halten. Was verbindet denn deinen ehemaligen Sport mit Aqua Bresen? Ich habe eigentlich durch Behmer wenig körperliche Beschwerden, aber ich sehe die Produkte hier, vor allem auch das Ernährungstechnische, was man jetzt hier angefangen hat bei Aqua Bresen, als sehr zukunftsweisend. Und ich denke, es lässt sich auch geschäftlich sehr viel damit anfangen. Du bist ja heute Abend sozusagen auf der blauen Couch. Was erwartet denn die Gäste? Ja, das frage ich mir eigentlich auch, weil ich bin auch das erste Mal auf der blauen Couch. Meine Couch zu Hause ist beige, von daher habe ich keine Verbindung, aber ich denke, es wird sehr interessant werden. Es geht sicherlich auch um die geschäftlichen Möglichkeiten mit Aqua Bresen, um das Produkt selber oder die Produkte. Und es ist ja wirklich, es beinhaltet eigentlich den ganzen Körper innen und außen, was Aqua Bresen eigentlich die letzten Jahre aufgebaut hat. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil ich denke, ein Gespräch muss sich entwickeln und ich bin sehr gespannt. Michael, ihr habt hier heute den 7. Vortrag schon von Aqua Bresen. Was ist denn der Hintergrundgedanke zu dieser Vortragsreihe? Also es geht uns darum, bei der Vortragsreihe dort auf die blaue Couch mal Menschen zu bekommen, die was Besonderes zu erzählen haben, die sonst nicht in den Medien, in den üblichen vorkommen, auch was die Themen angeht. Das wird also nicht nur Gesundheit sein, das wird Politik sein, das wird Ernährung sein, das werden allgemeine Fragen zum Leben sein, die man vielleicht von der anderen Seite mal beleuchtet. Aber auch, wir haben vor, auch ganz bekannte Namen, die spannende Dinge zu erzählen haben, auch hier auf die Couch zu holen. Also es wird auch ein eigenes Fernsehformat werden. Sind das denn auch Personen, die irgendwie in Verbindung mit Aqua Bresen stehen? Ja, grundsätzlich von unserer Philosophie. Unsere Philosophie ist ja das Ganzheitliche. Unsere Philosophie ist weg von dem Ganzen, was krank macht. Ich sage das jetzt mal, ohne anzugreifen. Chemie ist in vielen Dingen wichtig, aber wir haben in vielen Dingen auch zu viel Chemie. Wenn man alleine bedenkt, was in den Nahrungsmitteln heute für ein Wahnsinn drin ist, nur das Beispiel wie der Glyphosat, selbst im Bier mittlerweile. Und da sind wir eben im Bereich unterwegs, dass wir sagen, wir wollen darauf hinweisen, wir wollen Alternativen anbieten und den Menschen sagen, hey, denk mal drüber nach, was eigentlich wirklich los ist. Was genau steckt denn hinter der Firma Aqua Bresen? Ganz kurz und knapp. Ganz kurz ist, unser roter Faden ist das aktivierte Wasser nach einem russischen Verfahren, was in den 50er Jahren erfunden wurde. Und wir haben daraus Kosmetikprodukte oder ich entwickelt. Und da sind wir weltweit die Einzigen, die das haben in der Art. Wir sagen, wir machen Kosmetik, die wirkt. Wie wichtig war es denn euch heute, dass der Marc Girardelli mal auftritt? Ganz, ganz wichtig, weil der Marc, wir haben ihn kennengelernt, auch privat, ein ganz, ganz toller Mensch ist, sehr bodenständig und auch eben sieht, dass man mit viel Energie, mit Eigeninitiative, mit Selbstheilungskräften wahnsinnig was bewegen kann. Er hat das in dem Vortrag hervorragend gezeigt und ich bin sehr froh, dass er hier war, weil ich glaube, dadurch sind auch viele Leute da gewesen, aber wir haben eine Verbindung und wollen auch gemeinsam mehr machen. Wir haben zum Beispiel am 17. Juni ein Charity-Golfturnier, was wir sponsern in Gams draußen und das ist ein toller Botschafter, der passt zu uns. Was steckt denn hinter der Firma Behmer? Könntet ihr euch da eine Kooperation vorstellen? Sehr, sehr, weil Behmer auch ganzheitlich arbeitet. Das heißt, hier werden ja im Grunde die Selbstheilungskräfte durch Mikrozirkulationen angeregt. Das heißt, der Körper bekommt mehr Sauerstoff und so weiter. Und unsere Produkte, zum Beispiel das Flex-Muskelbalsam, würde wahnsinnig gut dazu passen und viele andere Dinge auch, weil es eben ganzheitlich ist, reine Natur. Wir haben ja nirgendwo ein Chemieprodukt. Und ich denke, das könnte eine tolle Kooperation werden, sofern wir da weiterkommen, ja. In diesem Sinne tut ihr was wirklich ganz, ganz Tolles für die Menschheit. Was sind denn eure Ziele? Also mein Ziel oder unser Ziel ist, dass wir in ein paar Jahren eigentlich in den ganz vielen Haushalten stehen, dass die Menschen unsere Naturprodukte kennengelernt haben und festgestellt haben, dass man auch mit Natur, was viele Jahrhunderte ja eigentlich schon bekannt war,
enorme Erfolge erzielen kann. Und das mit dem heutigen Wissen, mit der heutigen Technik, dass eigentlich das Umdenken, was man generell feststellt momentan bei den Menschen, wir mit Fördern in bestimmten Bereichen, hier halt in Kosmetik, teilweise Nahrungsergänzungen mit Nahrung. Noch ganz kurz zum Schluss, wann wird euer nächster Vortrag stattfinden und wen begrüßen wir dann auf der blauen Couch? Der nächste Vortrag ist am 12. Mai, da kommt der Dr. Bultmann, Zahnarzt, hat implantologische Praxis, eine große in Willingen-Schwenningen und in Schaan in Liechtenstein, und ist nach 25 Jahren auch dahinter gekommen, wie Zähne krank machen können durch das, was da implantiert wird oder wie falsch behandelt wird, und er hat sich auch auf das Ganzheitliche besonnen und ist sehr erfolgreich damit auch, und das ist ein ganz spannendes Thema, weil viele Krankheiten, weiß man gar nicht, kommen durch Zähne.